Absoluter Orgasmus. Heute bei Endgegner Warcraft 3. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Endgegner. Die Warcraft 3 Elite Deutschlands ist versammelt. In die, ja, ich würde, das Trifecta, würde ich sagen. Die drei Leute, die Warcraft zu dem gemacht haben, was es später durch Reforged wurde. Mehr habe ich wirklich nicht vorbereitet. Aber Jungs, ihr kennt sie natürlich von Creepjack. Dieser Mann ist hauptsächlich Admin für creepjack.de und inhaltlich verantwortlich. Das ist korrekt, ja. Das ist Florentin Will. Ach, stell doch mal deine Crew vor. Introduce doch deine Crew hier heute mal. Wir sehen natürlich die Creepjack-Community, dass ich nichts Falsches sage oder vielleicht noch ein bisschen Titel dazu gebe, den noch mal ein bisschen Aufbau. Was macht die beiden Jungs, die heute an deiner Seite sind, so besonders? Es ist mir eine große Ehre, denn tatsächlich, obwohl wir schon jahrelang zusammen Creepjack machen mittlerweile, habe ich ihn heute das erste Mal live in Person gesehen. Ich konnte ihn anfassen. Korrekt. Und es ist mir eine große Ehre, euch heute hier vorzustellen. Einen der erfolgreichsten, besten, bestinformierten Warcraft 3 Caster, Streamer und Spieler. Slash. Ja, danke schön, dass du die Fallhöhe so hoch machst. Ja, klar, natürlich. Ja, ich war ja tatsächlich schon mal bei euch. Ich habe ja eine Creepjack-Sendung schon bei euch hier mit moderiert. Allerdings waren wir da nicht im selben Raum, weil deine Bahn irgendwie harte Verspätung hatte und ich alleine anfangen musste. Du bist dann später dazugekommen. Ja. Und also wir waren schon mal im selben Gebäude, aber gesehen haben wir uns tatsächlich vorher noch nicht, ja. Und natürlich mit dabei, schon von ganz von Anfang von Creepjack mit dabei gewesen, ein absolutes Urgestein, eine Legende der Warcraft 3-Szene. Der Mann, der vielleicht eigenhändig dafür gesorgt hat, dass wir diese Spiele heute überhaupt noch spielen und sehen und gerne haben. Er hat es am Leben gehalten mit seinem fantastischen Projekt Back to Warcraft. Und er ist heute hier. Es ist Jannis Neo Tjax und es ist mir eine Ehre. Das ist das Liebste, was du jemals zu mir gesagt hast in den 2,5 Jahren, die wir uns kennen. Das ist, Dankeschön. Ja, ihr habt euch ja irgendwie vor der Sendung gegen mich verschworen. Jetzt kannst du so nett sein, wie du willst, aber ich bleib hier trotzdem auf dem Thron. Natürlich. Du kennst dich am besten aus, du hast tiefes Wissen, du verfolgst dieses Spiel schon seit Jahrzehnten intensiv, jeden Tag castest du und mittlerweile natürlich Back to Warcraft auch professionell. Von daher ganz zu Recht heute auf dem Thron, an dem wir nur rütteln können. Aber ihr werdet natürlich ordentlich rütteln. In den kommenden 15 Aussagen geht es genau herauszufinden, nicht nur wo liegt der Fehler, sondern den eben auch zu korrigieren und noch die kleinen Aussprachehürden von mir zu umschiffen. Das sollte alles soweit gar kein Problem sein. Ich frage euch natürlich gleich noch ein bisschen zu Warcraft 3. Will natürlich auch ein bisschen den Puls, den Finger am Puls der Zeit haben, hören, was wird gerade getuschelt in der Warcraft 3 Szene, was ist das nächste große Release. Vorher aber würde ich sagen, zum Reinkommen, damit wir einmal das Spielprinzip verstanden haben. Aussage Nummer 1, ihr beide spielt als Team, aber nur einer von euch beiden kann immer gleich buzzern. Falls diese Antwort falsch sein sollte, hast du nochmal die Chance abzustauben und umgedreht. Genauso, ihr könnt euch natürlich auch vorher beraten vor dem Buzzern. Aber Jannis sperrt die Lauscher auf und kann im Zweifelsfall diese Informationen auch klauen. Okay, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir rein. Hinweis für euch noch, erst wenn ich die Aussage einmal komplett gelesen habe, dann seht ihr sie dort auch auf dem Monitor eingeblendet. Ist es schon real oder nur Test? Real. Realer ist es. Fort. Los. Aussage Nummer 1. Ich habe keine Ahnung jetzt. Malfurion ist beim klassischen Warcraft 3 TFT das Profilbild-Achievement für 1500 Siege mit Random. Ja. 1500 Siege mit Night Elf. Nein. Fuck. Ist zumindest nicht das, was ich hier habe. Jannis kann sich erstmal die Frage nochmal zu Gemüte führen und könnte dann abstauben. Malfurion ist beim klassischen Warcraft 3 TFT das Profilbild-Achievement für 1500 Siege mit Random. Ist entweder die Zahl falsch oder es war für Turniersiege. Muss nicht. Ich weiß. Kannst es riskieren, kannst aber auch sagen, es ist zu heiß. Kommen wir mal langsam rein. Nee, wenn das so um Zahlen geht und so, bin ich eher raus. Mhm. Erzähl uns mal, was da los ist. Darf ich noch mal? Du darfst noch mal raten, ja. Also es gibt ein Keeper-Bild, das weiß ich, es könnte aber 750 Nadelsiege sein, aber es kann auch sein, dass Malfurion hier falsch ist und Archimond das Richtige ist für 1500 Siege. Malfurion ist falsch und ich habe hier Illidan
zu stehen, oder Illidan? Ja, Illidan wäre das gewesen. Und das zeigt, glaube ich, ein bisschen das Niveau, ja, wo wir uns hier heute bewegen. Direkt mit nichts tun die Führung eingesackt. Genau so kann es weitergehen. So läuft es. Alte Battle.net-Fragen. Ja. Vor allem sind es Informationen, die man seit 2 Jahren nicht mehr einsehen konnte, wenn man das Spiel nicht mehr spielt. Deswegen Respekt. Ich habe auch in meinem Leben noch nie 1500 Siege gehabt. Gut, gar nicht schlimm. Wir gucken auf den Punktestand. -1, aber das wird hier im Laufe der Zeit sich definitiv noch verändern. Deswegen gar keine Bange. Jetzt holt mich mal ein bisschen ab. Jannis, wann ging es bei dir los mit Warcraft 3? Wie lange bist du schon dabei? Ich bin 2008 als Caster angefangen. Ich habe es vorher im Fernsehen gesehen auf Giga. Da sag gab's mir nichts. Sagte gar nichts. Mhm. Nee. Und da gab es so einen kleinen Radioableger davon, der die Games immer übertragen hat. Also da gab es noch keinen Videostream, es gab keinen Twitch, es gab keinen YouTube. Und da habe ich mir gedacht, ja, Radio mit meinem Gesicht passt das ganz gut so. Und dann bin ich angefangen, selber zu casten, noch ohne jegliche Ahnung. Ich war immer zu schlecht als Spieler. Aber irgendwie da so eine Radiosendung hinklatschen, das hat gepasst so. Und dann ist man irgendwie in die Szene reingerutscht und seit 14 Jahren caste ich E-Sport Warcraft. Im Radio hast du die ersten Partien quasi verfolgt und dann gesagt, also so ein bisschen Wunder von Bern S quasi, stelle ich mir jetzt gerade vor. Es gab nur eine Videoübertragung, so wie Dota TV, also du kannst dann in Warcraft gucken, was die Spieler machen und musstest dann deinen Radiostream dazu synchronisieren, dass das auch alles so zeitmäßig gepasst hat, aber ja, in einem Land vor unserer Zeit. Mäßig kommt es einem jetzt vor mittlerweile. Aber es war schon Internetradio, ne? Also es war schon Internetradio, ja. Radioapparat. Okay, ja, ja. Ich war ja ein Empfänger. Einordnen. Danke. Wie sieht's bei euch aus, Jungs? Slash, wie lange bist du in der Szene? Ich war bei diesem Radiosender. Er hat quasi mir zugehört. Ach krass. Okay. Genau, ich war damals Caster für Gamesports unter anderem. War auch bei der Giga-Liga damals in Düsseldorf noch. Da habe ich auch mitgecastet. Da gab es damals die Aktion Deutschland sucht den Supercaster. Das hat dann Orkisch gewonnen. Ich habe mich nicht getraut, mich zu bewerben. Hab dann nur für eigene Teammates im Teamspeak gecastet damals. Einfach so, weil ich dachte, ich bin nicht gut genug. Und das hat ein gewisser Kaldor, der damals der Chef vom Ganzen war, mitbekommen. Und hat mich mal gefragt, ob er mir da mal zuhören könnte. Ich habe gesagt, ja, okay. Dann kam er rein und fragte dann, okay, was machst du morgen? Ich sag, noch nichts. Okay, du castest morgen SK gegen Mausboard, was eines der größten Spiele damals überhaupt war. Und ja, zack, war ich bei Gamesports FM damals und habe dort dann gecastet. Und wie gesagt, damals auch bei der Giga E-Sports Liga noch dabei gewesen. Hab dann gecastet bis zum Ende von Warcraft 3, kann man so in Anführungsstrichen sagen. Damals, als StarCraft rauskam, da ging dann eine ganze Welle mit rüber. Da habe ich dann aufgehört und mit Reforged quasi, beziehungsweise damit, dass mein guter Kumpel Jannis hier bei euch angefangen hat. Ich ja selber kleiner Rocket Beans Fanboy bin, beziehungsweise ein großer. Kam ich dann wieder quasi zurück durch Creepjack auch mit zum Warcraft 3 casten und bin seitdem auch wieder dabei. Super, schön, dass du heute da bist. Florentin, die Bild- und Tonfabrik feiert 10 Jahre. Wie viele Jahre davon hast du Warcraft 3 spielend irgendwo in einem Arbeitszimmer verbracht? Gar nicht so viele. Geistig, muss ich sagen. Okay. Ich habe damals als Jugendlicher Warcraft 3 gespielt, irgendwie, als es dann rauskam, irgendwie da vor mich hin probiert, ein bisschen mal rumgeklickt und so und habe das dann aber auch lange vergessen. Und dann gab es ja diese große Sendung Rage of Empires hier auf Rocket Beans TV, die ging dann irgendwann zu Ende und da brannte dann irgendwie meine Liebe zu Warcraft 3 wieder auf. Das habe ich dann ein paar Mal so auf dem Sender gespielt. Und da war dann natürlich auch so ein bisschen die Idee, ein neues Rage of Empires, was auf dem Sender zu machen. Ich hatte Bock, was zu machen, hatte aber nie Leute gefunden hier im Sender, die ja Bock drauf hatten. Und irgendwann hieß es dann, ja, da gibt's ja diesen Jannis, der wohnt auch in Hamburg, der ist da schon ewig mit dabei und so, schreibt den noch mal an. Und so sind wir dann auch. Habt euch erstmal auf ein Bierchen getroffen abends. Ja, natürlich, erstmal in die Reeperbahn, das gehört dazu. Und dann haben wir Creepjack gegründet hier als Sendung auf Rocket Beans TV. Da war dann Marco Giesel auch eine Zeit lang noch dabei, so ein bisschen. Und da haben wir dann auch die Liga gegründet, in der mittlerweile irgendwie schon wahnsinnig viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern spielen, was sehr cool ist. Und da hat eines Tages Slash gegen Jannis gespielt und hat uns eine Videobotschaft geschickt. Gegen mich hattest du gespielt, kann sein. Genau. Da hattest du uns eine Videobotschaft geschickt und dann haben wir gesagt, ah krass, okay, der würde auch super in die Sendung passen. Und seitdem ist Slash schon auch mit dabei. Und so existiert Creepjack jetzt schon seit einer ganzen Weile. Der Rest ist legendär, muss man an der Stelle sagen. Cool. Das ist alte Geschichte. Sehr schön. Dann machen wir doch mal weiter mit Aussage Nummer 2. Und jetzt weitermachen mit keine Ahnung von gar nichts. So. Wir machen weiter mit Aussage Nummer 2. Folgendes hätte ich gerne korrigiert von euch.
Ich kann auch nicht einschätzen, ob die jetzt leichter ist als die erste oder nicht. Deswegen lese ich einfach vor. Die ersten World Cyber Games, bei denen Warcraft gespielt wurde, fanden 2003 in Seoul statt. Gewinner der $20.000 Preisgeld war Mad Frog. Ey, mein Buzzer war zu spät. Insomnia. Genau, so ist es. Richtige Antwort. Nice. Mad Frog falsch. Also Insomnia. Richtig, damit den Fehler wieder ausgebügelt. Und Janis hätte es aber auch gewusst, war ein Zeitding. Ja, ärgerlich. Also E-Sport ist auf jeden Fall mein Bereich. Zahlen kann ich nicht so gut, Lore kann ich nicht so gut. E-Sport ist mein Ding. Aber schnell sein muss ich noch. Ja, das sind die ABM. Da brauchst du. Vielleicht geht er auch gar nicht. Oh, da ist er. Und das ist der Beweis. Minuspunkt jetzt, oder? Aber wie du das spamst einfach die ganze Zeit. 100 Mal drücken, dass das auch funktioniert. Es reicht auf jeden Fall einmal. Ich habe ein bisschen Angst, sonst sind die Buzzer halt weg. Und dann kann man gar nichts mehr machen. Dann muss jeder von euch das Tiergeräusch imitieren. Wir sind APM gewohnt. Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es steht 0-0 und das ist ein gern gesehener Punktestand. Auf jeden Fall. Hier bei Endgegner. Und häufig auch das Endergebnis. Heute aber nicht, denn wir machen weiter mit Aussage Nummer 3. Im Low-Upkeep beträgt das gewonnene Gold durch Creepen, Item verkaufen oder Transmute nur noch 75% des eigentlichen Betrags. Janis. 70% des eigentlichen Betrags. Genau richtig. Ja. Richtige Antwort. Meine Führung wieder. Da gefällt es mir gut. Bisschen langsam geworden hier. Okay, das warst du schneller. Soll ich jetzt nur aus der Puste, oder? Ja, das ist auch zu schwach. Ja, hier von wegen APM labern und jetzt mit Balance anfangen. Ja, ja, ja. Aussage Nummer 4. Die Maximalgeschwindigkeit aller Einheiten inklusive Helden, die in einem normalen Spiel erreicht werden kann, liegt bei 400. Florentin, das ist eine Frage für dich eigentlich. Das ist so eine Frage, die du mir stellen würdest. Mit irgendwelchen Zahlen. Nee, mit den Zahlen, das ist immer super schwer. Slash, habt ihr als Orks nicht die Speedscroll, die das alles so auf Maximalgeschwindigkeit erhöht? Müsstest du das nicht eigentlich wissen? Ja, also mit Speedscroll sind wir dann so schnell wie ein Demon Hunter mit Boots. Die Maximalgeschwindigkeit. Das findest du gut. Ist genau mein Ding. Die Maximalgeschwindigkeit aller Einheiten inklusive Helden, die in einem normalen Spiel erreicht werden kann, liegt bei 400. Traut sich jemand? Ihr müsst nichts riskieren. Ich glaube, das ist ein bisschen höher, aber ich bin nicht ganz sicher. Wo der Fehler liegt, ist klar. Also die 400 ist falsch, aber wie hoch es ist, keine Ahnung. Janis, wir machen auch mehr so aus dem Bauch raus, so gewisse, also genaue Zahlen. Mhm. Das machen die eher bei StarCraft. Wir Warcraft-Leute sind mehr so intuitiv. Ja, das ist ein emotionales Ding, man spürt das. Ich spüre noch gar nichts. Ich sage aber, wir schließen die Frage. Ihr müsst nichts riskieren und könnt jetzt mal frei spekulieren. Was glaubt ihr, wo liegt der Fehler? Slash? Also die Zahl ist falsch, aber wie hoch die ist, keine Ahnung. Weil ich glaube, es ist höher, 450 oder 450. Sieht man in-game nicht, man sieht sie nur im Editor und da ist der Fachmann für. Ah ja, das ist ein kleiner Shoot gegen deinen Teammate, dass dein Teammate Hacken im BIOS drin sein. Es war so ein bisschen, also es klang für mich wie ein Vorwurf, dass du jetzt Florentin vorwirfst, dass ich nicht meinen Teil hier leiste. Also eure Teamchemie, da müsst ihr vielleicht noch mal dran arbeiten auch. Ja, Herr Schlangenzunge hier auf dem Stuhl weiß Bescheid. Okay. Reiten zusammen, du kriegst es nicht auseinander. Noch nicht. Dann gebe ich euch die Antwort auf der Festline. 522 steht hier bei mir. Wie ist es bei 522? Unnötig. Heieiei. Wie sieht es aus? Wir waren im Vorfeld, haben wir natürlich überlegt, wir hatten eine Ausgabe schon mal zu League of Legends, wo wir sehr viel auch die Lore abgefragt haben. Ist das was, was völlig getrennt vom Spiel ist? Also nur weil ihr gut spielt, kennt ihr euch wahrscheinlich nicht in der Lore aus oder gehört die Lore ein bisschen zu kennen auch dazu bei Warcraft? Ich würde schon sagen, dass es getrennt ist. Ich glaube, die meisten Spieler haben am Anfang mal die Kampagne gespielt und so. Das ist der klassische Einstieg ins Spiel. Aber jetzt, da wir das ja alle schon seit Jahren spielen, glaube ich, ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und also es kommt natürlich auf Warcraft-Spieler an. Ich glaube, manche sind dann mehr da involviert und andere sehen das nur als Schachspiel, wo einzelne Stücke ihre Rolle spielen, aber wer der Vater ist und wie der umgekommen ist, weiß man nicht genau. Aber ich glaube, Janis, du hast die Kampagne noch mal gespielt vor einiger Zeit. Also du bist, glaube ich, ganz... Es gibt ja ein tolles Projekt, das heißt Warcraft Re-Reforged, weil Reforged war ja nicht so das Gelbe vom Ei. Und ein Italiener hat sich hingesetzt und hat das alles so kreiert, wie es hätte eigentlich sein sollen, mit neuen Cutscenes und kleinen neuen Mini-Missionen und so Endgegnern und so. Da habe ich noch mal wieder angefangen und warte jetzt, bis er neue Missionen raushaut, weil der Typ macht das alleine, was eigentlich so ein Megakonzern hätte machen sollen mit 100 Leuten oder so. Von daher kommt es immer peu à peu, aber wer sich für Lore interessiert und das gerne noch mal spielen wollen würde, Warcraft Re-Reforged, großer Tipp von mir.
Ja, 100 Leute sind auch nicht so viel, ne? was lief da schief bei Warcraft Reforged, eurer Meinung nach? Warum wurde das so stiefmütterlich und so ungeliebt behandelt? Hätte das nicht nochmal ein Cash-Grab sein können für Activision Blizzard? Das ist für eine komische Konzernaussage. Das kann man doch auch mit Passion machen. Muss immer alles um Geld gehen. Bist du so ein Diablo Immortal-Verfechter jetzt? Oder? ja, also irgendwann wurde wohl entschieden, dass man damit nicht genug Geld machen kann. Und dann wurde es halt stiefmütterlich behandelt. Es gab auch nie so die richtige Entscheidung, wo es hingehen soll. Soll es ein Remaster sein oder soll es ein Remake sein? Da war sich irgendwie keiner wirklich einig. Und dann ist so eine Mischung bei rumgekommen, die keinen dann zufriedengestellt hat. Ich glaube, die Projektleiter wussten nicht, wohin. Und dann wussten die Mitarbeiter auch nicht, wo sie hin sollen. Und dann ging es halt in eine Tonne. Hat euch das in der Creepjack-Szene überhaupt tangiert? Oder war das für euch eh so, naja, ist für uns nicht so relevant, was da jetzt passiert? Also, weil doch, es hätte ja noch mal so einen, vielleicht einen neuen Boom auch für die Szene bedeuten können. Ja, also es war schon wichtig, gerade am Anfang, ich ja selber auch, bin ja auch quasi mit Reforged wieder zurückgekommen. Ja. Viele andere große E-Sportler von damals auch. Wenige sind geblieben, viele sind abgesprungen. Ich denke, wenn das Spiel von Anfang an richtig gut gewesen wäre, wären die auch geblieben. Es hätte noch mal gerade E-Sports-mäßig einen richtigen Hype machen können. Was positiv draus gekommen ist, ist, dass eben Leute, die eben Herz dafür haben, die Passion dafür haben, gerade auch speziell die Creepcam-Community, die damit gearbeitet hat, dann gesagt haben, okay, wenn ihr es nicht hinkriegt, machen wir es halt selber. Und dann ist Warcraft 3 Champions entstanden, die Creep Camp Liga ist entstanden. Wir haben jetzt unsere eigene Ladder, die besser ist als alles, was Blizzard jemals zuvor gemacht hat, mit Features, die wir uns seit Jahrzehnten wünschen, die dann von uns oder von der Community auch selber dazu kamen. Und das führt dazu, dass wir aktuell eine sehr gut vereinte Community haben. Jeder kennt jeden so ein bisschen. Wir sind nicht groß, aber wir sind alle mit viel Herz und Leidenschaft dabei. Und das macht Spaß, da Mitglied zu sein. Und jeder, der neu dazukommen will, ist auch immer herzlich willkommen. Wo kann man sich da melden? Im Discord zum Beispiel, auf dem Rocket Beans Discord gibt's das, Rocket Beans Warcraft 3 Discord. Und natürlich, den findet ihr auf creepcamp.com oder creepjack.com, findet ihr das Ganze auch. Und auch immer bei Florentin auf dem YouTube-Kanal mit unter den Videos verlinkt. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob euch das ganze Spielen hilft bei folgender Aussage, nämlich Aussage Nummer 5. Laut Happy ist der stärkste Held im Spiel aktuell der Goblin Alchemist. Er hat den besten Heilzauber. Janis. Es ist der Shadowhunter, hat den besten Heilzauber. Richtige Antwort. Richtig, wow. Korrigiert. Goblin Alchemist falsch. Ihr seid aber hier schwer up to date. Nicht schlecht. Jo, das ist eine Frage von letzter Woche. Die Aussage ist gerade mal eine Woche her. Heiß. Gut. Das ist weird für euch, weil wir das erst in 2 Jahren ausstrahlen hier, die Sendung. Aber das war damals eine neue Info. Sehr gut. Zweiter Punkt für Janis 2:0. Helft mir mal ein bisschen. Habt ihr ein Favorite Champion? Spielt ihr im Prinzip immer quasi dieselben Helden? Wechselt ihr durch? Oder kann man das gar nicht machen auf einem hohen Niveau, sondern spielt eigentlich immer seine selbe Art und versucht, die nur zu perfektionieren? Florentin. Erstmal, es heißt Held. Und nicht schon Held. Aber ansonsten geht gar nichts mehr heute. Es ist schon so, dass die Meta schon relativ stark vorgibt, welche Helden man so normalerweise spielt oder so. Es gibt dann so Matchups, wo man schon sich ein bisschen mehr entscheiden kann. Aber ich komme eigentlich ganz gut klar mit den Helden, die ich so spiele. Ich bin großer Fan von dem Panda, Brewmaster. Den mag ich ganz gerne. Den kann ich auch in vielen Matchups spielen. Und deswegen freue ich mich. Deswegen macht das nochmal besonders Spaß. Wie sieht's bei euch aus, Slash? Ja, wie ihr schon sagt, es kommt immer ein bisschen aufs Matchup an. Am meisten Spaß zu spielen, eigentlich macht mir der Blade Master. Ist aber momentan in dem aktuellen Meta nicht unbedingt in jedem Matchup mehr spielbar. Deswegen wird als Ork dann eigentlich standardmäßig meistens auf den Farseer zurückgegriffen. Aber mehr Spaß macht mir der Blade Master. Nur eben, wenn du gewinnen willst, musst du nicht immer das spielen, was am meisten Spaß macht, sondern das, was am effektivsten ist. Und warum spielst du ein Ork? Ja, das ist auch eine gute Frage. Jetzt fang nicht du auch noch an. Ich hab mich einmal falsch entschieden. Nee, du darfst ihm nicht solche Steilpässe geben. Wie sieht's bei dir aus, Janis? Ich mag den Pitlord am liebsten. So mit, ich spiele Undead und da hat man eher eine fragile Armee ungefähr, die relativ leicht stirbt. Und wenn man den Pitlord aber vorne drin stehen hat, ist ein massiver Dude halt. Und dann kann man die ein bisschen zurücklehnen. Dann hat man den vorne, der fängt den Damage ab, macht noch ein bisschen selber Schaden. Ist ein bisschen entspannter damit. Und so Echtzeitstrategie ist schon anstrengend. Manchmal. Und mit dem Pitlord kann man ein bisschen chillen. Das ist gut. Gut. Ihr dürft aber nicht so sehr chillen, denn hier geht's jetzt Schlag auf Schlag weiter mit Aussage Nummer 6. Folgendes.
In der Reign of Chaos-Kampagne hat der Geist von Kel'Thuzad die Gestalt eines Skelettmagiers. In der Reign of Chaos-Kampagne hat der Geist von Kel'Thuzad die Gestalt eines Skelettmagiers. Janis. Ich hätte fast gleich. Der hat die Gestalt von einem Necromancer. Ja. Totenbeschwörer, genauso ist das. Ja. Richtige Antwort. In dem Moment, wo du gedrückt Jesus. Hast, bist du ja, ja. Schneller. Das ist die Kampagne, die wahrscheinlich sehr, sehr viele dann noch gespielt haben, bevor es weiterging, dann in den Online- und kompetitiven Bereich. Ach komm, jetzt auch gespielt die Kampagne? Ja. Muss man die spielen als Vor-, um ein bisschen Vorwissen zu haben, oder ist es heutzutage? Nee, muss man nicht, aber ist, also das ist immer so die klassische Frage, wenn Leute die Sendung gucken und so, ey, wie kann ich anfangen? Ja. Und ansonsten, dieses Multiplayer ist recht hart von Anfang an, da hat man es mit vielen starken Spielern zu tun, aber die Kampagne ist immer schön, da lernt man die Einheiten mal kennen, dann lernt man die Helden, und die Geschichte ist ja auch super von der Warcraft 3 Lore, von daher ist das ein guter Einstiegspunkt, und ich glaube, die allermeisten Leute, die Warcraft spielen, haben das auch irgendwann mal gemacht, und ja, macht Spaß, kann man machen. Wir gucken noch einmal auf den Punktestand, um zu sehen, was gerne sagt Janis. Denn es steht 3:0, aber hier ist wirklich noch alles drin. Alleine durch die Minuspunkte ist immer noch sehr viel möglich. Janis ist immer gefährlich, wenn es ihm gut geht. So, der ist immer, will man eigentlich immer, dass er genervt ist, sondern kann man ihn runterziehen vom Level her. Aber ja, das macht Gelaune bei Creep Jack jede Woche. Ja, allerdings. Ja, deswegen. Verdammt, okay. Aussage Nummer 7 könnte hier vielleicht für Slash und Florentin die Wende bedeuten. Folgendes müsst ihr dafür korrigieren. Bei den BlizzCon Grand Finals 2005 spielten Grubby und Zakat gegeneinander. Auf Twisted Meadows wählte Grubby als zweiten Helden überraschenderweise den Tinker. Janis. Oh, 1 von 2. Grubby wählte den 3. Alchemist. 2. Nein. Fuck. Chance für euch zu beraten und natürlich abzustauben. Keine. Bei den BlizzCon Grand Finals 2005 spielten Grubby und Zakat gegeneinander. Auf Twisted Meadows wählte Grubby als zweiten Helden überraschenderweise den Tinker. Mom, das ist mein Job gerade. Was könnte es sein? Es könnte der Firelord als zweiter Held gewesen sein, weil damals auch dieser Push dann kam. Der so langsam aufkam, den dann später die Humans vor allem übernommen haben gegen Ork auf T2 mit vielen Summons. Aber ich bin mir absolut unsicher. Also ich wirklich ist legendär so viel, Slash. Aber wie viele andere können es denn sein? Ich meine, wir brauchen einen Punkt jetzt langsam mal. Das habe ich zum besten Game aller Zeiten gekürt. Wie viele können es denn sonst noch sein, außer dem Firelord? Das Ding ist, der Firelord kam ja auch später erst dazu. Der war ja gar nicht bei TFT direkt drin. Der war dann ein Held, der später noch dazu kam als Special Feature. Und ich bin mir nicht sicher, ob der 2005 schon da war. Ja. Gut. Also, du musst entscheiden, gehst du auf Nummer sicher oder trau dich mal was? Ihr habt natürlich, ne? Ja, das kriegt einen Minuspunkt. Ne? Ja. Deswegen, der Abstand wird sich so oder so verkürzen, aber ihr könntet natürlich jetzt super nah rankommen mit der richtigen Antwort. Traut ihr euch? Ja. Oder nicht? Wer könnte es denn sonst sein, außer Firelord? Muss aber langsam mal die Zeit laufen für mich. Fünf. Naga könnte es auch sein? Höre wie immer auf. Ah, gut, okay, dann. Gehen wir hier auf Nummer sicher. Gut. Also, dann löse ich einmal auf. Hättest du noch einen zweiten Guest? Du hast 1 von 2 eben gesagt. Ja, ich glaube, es war Pitlord, weil sie wollten den Firelord beide nehmen. Dann hat Grubby sich aber verklickt und den Pitlord genommen. Und dann hat Zakat gesagt, gut, wenn du hier irgendwelche komischen Sachen machst, dann mach ich auch komische Sachen. Und Zakat hat den Alchemist genommen. Und ja, so ein Game gab's vorher noch nie, gab's danach auch nie. Und es war halt das World Final. Dementsprechend absolut legendäres Game. Genau so ist es. Jetzt hast du es auch komplett richtig wiedergegeben. Pitlord war in dem Fall das, was es hier zu ersetzen galt. Tinker. Deswegen sitzt er da auf dem Thron, ne? Das stimmt. Du hattest eben noch den Pitlord, deswegen war ich so, oh, das kommt jetzt gleich nochmal. Gar kein Problem. Wir machen weiter. 2:0 steht es, wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir nochmal drauf. Machbar. Genau so ist es. Absolut machbar. Absolut machbar. Und wir machen weiter mit Aussage Nummer 8. Der Dämon Archimonde zerstört die Stadt Dalaran, indem er einen riesigen Feuerregen über sie ablässt. Florentin? Nee, der hat ja diesen Zauber, wo er die aus Sand nachbaut und dann so kaputt macht. Ja. Ja. Richtige Antwort von Florentin? Yes! Dankeschön! Nie gewusst. Doch, das ist eine der coolsten Cutscenes ever. Wo er aus Sand die ganze Stadt nachbaut und dann. Das ist nicht. Dann macht er erstmal nur den Turm in der Sandburg kaputt und dann siehst du im Hintergrund, wie der richtige Turm fällt und danach macht er einmal diesen hier und dann bricht die ganze Stadt zusammen. Wie macht er? Okay, gut.
Alles klar, richtige Antwort von Florentin, muss man einfach so sagen. Dankeschön, wow, sei nicht so überrascht. 2-1, ist das wirklich so? Wir machen direkt weiter mit Aussage Nummer 9. Verkauft man in Warcraft 3 TFT eine Potion of Healing bei einem Shop, bekommt man dafür 60 Gold. Wie war die Prozentrechnung beim neuen Patch? Ist jetzt die Frage. Yo. Wie aktuell sind wir? Auf welchem Patch ist die Frage? Also wenn sie vorher schon die Happy-Frage von letzter Woche hatten. Ja. Ich weiß, dass sie kostet, wenn man Healing, nicht Creator Healing, ne? Also die normale aus dem Shop. Weißt du, wie viel Prozent es sind? Weil ich weiß, wie viel sie kostet. Ich weiß auch, wie viel sie kostet. Ja, wenn du weißt, wie viel Prozent es sind, können wir es ausrechnen. Ach so. Oh Mann, das haben wir doch ewig behandelt. Ja, oder das haben wir. Dann ging das nochmal 5% hoch und dann nochmal runter. Aber wie viel waren es am Ende? Zu unsicher. Ich habe gerade schon was falsch beantwortet. Da will ich jetzt mit Zahlen nicht anfangen, ey. Ich habe eine Idee, aber. Ja, das kann sich ja auch erstmal zurücklehnen, führt ja auch und kann schauen, was hier die Konkurrenz macht. Kann ich ein bisschen lauter sein? Ich war auf so vielen Konzerten, meine Ohren. Bist du dir bei der Prozentzahl sicher? Nee. Traut ihr euch? Könntet gleich ziehen mit der richtigen Antwort. Ich hab gerade jetzt nicht versucht, ne? Das war schon ein bisschen lame von euch, dann nicht was zu wagen. Ja, komm. Dann sage ich, bekommt man dafür 90 Gold. Hätte ich auch. Es sind 60% von 150 Gold und damit 90. Risiko wird selten belohnt bei Endgegner, aber heute ja. Yes. Richtige Antwort. Oh yes. Mann, ey, ich hatte dieselbe Idee und dann leite ich euch auch noch dazu an, die Antwort zu geben. Absolut. Blöd einfach. Absolut. Richtige Antwort. 90 in der Tat. Und damit haben wir hier den Gleichstand 2-2. Aber bedenkt, Endgegner muss geschlagen werden. Das heißt, und falls ihr den Endgegner schlagt, dann gucken wir natürlich ins interne Duell zwischen euch beiden. Und das würde gerade pro Florentin ausgehen. Wer hätte es gedacht? Aussage Nummer 10. Dass Moon und Lin am meisten Preisgeld in der Geschichte von Warcraft 3 gewonnen haben, ist vielen bekannt. Dass auf Platz 3 allerdings Happy folgt, dürfte einige überraschen. Janis. Platz 3 ist Infi. Infi, ja. Nein? What? Also, unser Rechercheteam hat mich gerade per Pager erreicht. Und in der Tat, Janis, müssen wir das korrigieren. Die Frage nach dem Preisgeld Infi war die richtige Antwort. Da mussten noch mal einige Preisgelder umgerechnet werden, an aktuelle Rubelkurse angepasst. Und das hat auf jeden Fall ergeben, dass Infi da die richtige Antwort ist. Dementsprechend Punkt für dich für diese Frage. Und das führt uns zu folgendem Punktestand. 3-2, aber so muss das natürlich sein. Hier geht's um jeden Punkt, wie wir merken. Es ist nämlich super eng. Also. Ich möchte nur noch mal sagen für das Rechercheteam an der Regie: Ich habe als Gastgeschenk 12 Kilo Süßigkeiten hier für die Regie mitgebracht und fürs Büro. Eher nicht. Nur bei zukünftiger Recherche nochmal. Ja. Und beim Punktestand können wir das auch mit anschließen lassen. Wenn ihr so gewinnen wollt, gut. Also, die Süßigkeiten sind in der Redaktion gelandet, muss man sagen. Die werden dieses Rechercheteam niemals erreichen. Die stehen ganz unten in der Hackordnung, so da kommt nichts mehr an. Gut, also, so viel Zeit muss sein. Richtige Antwort an der Stelle von Janis. Und wir machen weiter mit Aussage Nummer 11. In Warcraft 2 gab es auch schon die Einheit Shredder aus Warcraft 3. Damals wurde sie von einem Gnom bedient. Ja. Oh, als Warcraft 2 rauskam, war ich so 4. Mhm. Ich hab's gespielt, ja. Also, wer... Ich hab's auf der PlayStation 1 gespielt mit Controller. Ah, wow. Wer hat... Wie war da so deine APM auf der PlayStation? Ja, schwach. Aber bei welchem Volk war? Also, da gab's ja nur zwei Völker. In Warcraft 3 gab's ja nur Horde und Allianz. Und gab's neutrale? Also, musst du entscheiden, ne? Also... Okay, oder nicht super eng, 3-2, der aktuelle Zwischenstand... Es droht ein Minuspunkt. Es winkt aber natürlich auch die Unsterblichkeit. Ihr müsst dann, dass auch die Einheitennamen falsch sein könnte oder so, ne? Dass der irgendwie. Ja, aber dann kann es ja jede Einheit sein. Wenn ein Schredder jetzt mal rein kann, ja. Das heißt, wir müssen so eine Einheit finden, die von einem Gnomen bedient würde. Ja, viel Spaß. Gut.
Frage schließen? Also, oder traut ihr euch? Ich trau mich nicht. Johannes ist raus. Nee. Also ich hätte Gnome durch Goblin ersetzt auch, aber das ist ja jetzt eigentlich auch so, ne? Dann würde die Frage keinen Sinn machen. Ja. Dann. Nee, gut, okay. Schließen wir die Frage, gar kein Problem. Also dir eine Haken zu Warcraft 2, den wir da mal geschlagen haben. Falsch wäre Shredder gewesen. Richtig, laut meiner Info. Flying Machine, Gyrocopter. Ist tricky, aber ist nichts passiert. Auch nicht schlecht. Ja. Keine Veränderung im Punktestand, nach wie vor 3-2. Das ist dieses Outside-the-Box-Ding, was du gerade angesprochen hast. Müssen wir nochmal üben. Das können auch die Autoren, ne? Das ist so. Aber, wie du auch schon mal gesagt hast, oft ist gut, nochmal in die Box reinzugucken, ob da nicht doch noch was ist. Zum Beispiel. Nicht jetzt auch von Gnomen mit ihnen? Nee, Zwergen. Sind das Zwerge? Heute sind es Zwerge, ja. Aussage Nummer 12. Wie schmeckt euch diese Frage? Die Hero XP-Range beträgt 1000. Komm. Das ist weiter, als ein Mortar-Team schießen kann. Ja. Oh, ist der Fehler, frage ich nicht. Die Hero XP-Range beträgt 1000. Okay, das ist weiter, als ein Mortar-Team schießen kann. Also gefragt ist hier, wie nah ein Held an einem Kill sein muss, damit er noch Erfahrung kriegt, nehme ich an. Aber wie genau soll man das jetzt korrigieren? Ich werde dir hier keine weiteren Infos geben können an der Stelle. Also wenn du jetzt einfach Wrathman statt Mortar machst, ist die Aussage richtig. Naja gut, aber es kann ja auch sein, dass die 1000 der Fehler ist. Ne? Ja. Der erste Satz wäre immer noch falsch, wenn das ist den unteren. Also den zweiten Satz könnte ich korrigieren, aber ich weiß nicht, ob da der Fehler ist. Also bei Range habe ich keine Ahnung, wie den Zahlen. Ich hab eine Idee. Ja, das kann schon sein. Aber ich ist natürlich auch risky, ey. Warum drehst du dich so um? Stehen da irgendwelche geheimen Hinweise vielleicht? Naja, das ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, wo man jetzt hier genau korrigieren muss. Immer sind die Antworten im Set versteckt. Geil, ich freue mich alles zu dir, wo so ein paar Bonbons schon geschmissen wurden. Also, das kann schon sein, dass das so eine glatte Zahl ist, ne? 1000. Es könnte sein, dass natürlich die Zahl falsch ist. Ja. Es könnte aber auch sein, dass die Zahl richtig ist. Das stimmt, ja. Aber das wäre ja dann Quatsch eigentlich, oder? Dann, wenn du das sagst. Also ich habe eine Vermutung, aber ich will keinen Punkt dafür opfern, weil es weit ins Blaue geraten ist. Moment mal. Ach so, ja. Die haben nicht zwei Fehler, die Fragen, ne? Also es ist immer nur ein Fehler, die Fragen. Nicht beabsichtigt. So, das heißt. Immer nur ein Fehler. Slash hat mit der Frage schon abgeschlossen. Ja, das ist so, diese 1000 Rand, das ist so eine Editor-Frage, da habe ich keine Ahnung von so Editor. Editor ist natürlich Spezialgebiet von Flug, nee, das weiß er. Flug und die hat auch schon gut abgeliefert. Ja. Jetzt braucht ihn sein Team und das weiß er an der Stelle. Das Letzte, was er jetzt will, ist, dass ich diese Frage schließe. Mach ich aber. Frage ist geschlossen. Also ich weiß zufälligerweise grob, wie viel Range ein Mortar-Team hat. Und ich glaube, der ist so bei 1150, sowas in der Richtung. Das heißt, er kann weiter schießen als 1000. Aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, das ist weniger, als ein Mortar-Team schießen kann. Weil dann habe ich ja immer noch nicht, bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob die 1000 auch falsch ist oder nicht. Aber ich glaube schon, dass das stimmt, dass ein Mortar-Team weiter schießen kann. Aber ich weiß es auch nicht genau. Ich hätte gedacht, der Sichtradius von einem Held ist vielleicht 1000. Boah, aber das ist ja unterschiedlich. Ich sag euch, was bei mir steht. 1200 ist die Korrektur. Also 1000 falsch, 1200. Ja, okay. Denken wir schon zu kompliziert. Ja, das stimmt. Wir machen einfach weiter mit Aussage Nummer 13. Unveränderter Punktestand. Und hier ist noch alles drin. Ist alles drin. Wenn ihr das jetzt aber nicht rafft, dann wird schon eng, ne? Naja. Die letzte gibt zwei Punkte. Du kannst ja immer noch Fehler machen. Ziehen wir schön vorbei. Achtung. Jaina Prachtmeer bricht mit Prinz Arthas nach dessen Läuterung von Sholomans. Moment mal. Fuck. Janis. Die Läuterung von Strathorn. Ja. Richtige Antwort. Ja. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Oh. Ich wusste was Falsches, aber ich wusste nicht. Ich dachte, es ist dieser andere Paladin-Typ, mit dem er nach der. Uta, meinst du? Der bricht, glaube ich, mit ihm davor. Ja. Okay. Weil es gibt noch einen anderen, der danach. So, und Jaina ist natürlich immer noch völlig rechts mit dabei. So, und dann sieht sie hier, dass er die ganzen Leute deiner Stadt meuchelt. Und dann denkt er, Arthas, ich habe dich doch geliebt, aber jetzt nicht mehr, weil du Mörder bist.
Voll. Ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet. Auf den Satz. Auf den Namen. So, danke an Reforged, weil da hört nämlich momentan das Projekt auf, das letzte, was ich gespielt habe. Stark. Ich bin richtig stark. Ich wusste, wo der Fehler ist, aber ich wusste nicht die Korrektur. Also ich wusste nicht die richtige Antwort. So, jetzt brauchen wir. Wir können auch reden, ne? Also wenn du sowas weißt, vielleicht können wir dann zusammen. Weil wir brauchen jetzt Punkte. Wir gucken auf den Punktestand. Jetzt muss losgehen. Und sehen, Jannis führt 4-2. Aber hier ist wirklich noch alles drin. Gleich gibt's ja gleich noch die Bilderfrage. Da gibt's doppelte Punkte, aber eben auch 2 Minuspunkte. Vorher aber Aussage Nummer 14. Im Finale 2008 bei den World Cyber Games in Köln schrie sich der ehemalige Spieler SK Take mit dem Zitat der Keeper, die Seele aus dem Leib. Die anderen Caster waren Fishy und Reaper. Jannis. Also ich war da und Take saß neben mir im Publikum, also es war auf gar keinen Fall Take am Kommentatorenpult. Ja. Kaldor und Reaper haben gecastet, Fishy hat Command & Conquer gecastet, aber nicht Warcraft 3. Also, was ist die richtige Antwort? Was ist der Fehler? Da sind ja so super viele Fehler drin. Also, Kaldor und Reaper waren die Caster und nicht Take, Fishy und Reaper. Korrigier noch mal, quasi so, wie es vorgelesen wird, nur das, was falsch ist, korrigiert. Im Finale 2008 bei den World Cyber Games in Köln schrie sich der. Also, da musste ja schon anfangen zu schneiden, weil Take war da überhaupt nicht involviert. Schrie sich Kaldor mit dem Zitat, der Keeper, die Seele aus dem Leib. Der andere Caster war Reaper. Aber waren die das wären 2 Fehler. Ja. Und es ist nur eine Sache falsch, laut unserem Recherchestand. Also, auf jeden Fall der Fehler, den es hier zu korrigieren galt, laut meinen Informationen, war in der Tat SK Take durch Kaldor zu ersetzen. Ob die anderen Caster jetzt Fishy und Reaper waren, können wir an der Stelle, glaube ich, nicht verifizieren. Also, ich weiß, dass Fishy als Caster vor Ort war, weil er mich auf dem Event noch interviewt hat. Und das Interview gibt's immer noch, weil da war nämlich eine Pre-Show für StarCraft 2. Und es gibt dieses Interview immer noch auf YouTube, wie ich da als kleiner Stöpsel von Fishy interviewt werde. Der war auf jeden Fall vor Ort. Aber dann hat Reaper da gecastet mit Kaldor, weil die zwei waren also das Standardteam von GameSpots. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass Fishy Command & Conquer gecastet hat. Weil da gab's ja mehrere Spiele, so noch mit StarCraft und Guitar Hero gab's noch und so. Und er hat irgendeinen Murks gecastet und Command & Conquer. Aber im Finale auf Deutsch Kaldor und Reaper. Alles klar. Also, Punkt auf jeden Fall. Ja, Mann! Stark. Für Jannis an der Stelle Finale 2008. Gut. Tja, aber durch Druck, ne? Wir gucken auf den Punktestand. 5-2, aber Jannis kann natürlich auch noch falsch antworten bei dem Bilderrätsel und ihr beiden könnt abstauben und 2 Punkte machen. Dementsprechend ist rechnerisch noch alles drin. Ja, aber die Frage ist, jetzt antworten würdest, Jannis, als ob du jetzt dich nicht schön eintörtest. Ich habe Jannis hier heute als fairen Sportsmann kennengelernt. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jannis nicht einfach wie ein Ehrenmann hier den vielleicht natürlich noch mehr demontieren. Ich habe ja ein bisschen auch Eifer. Geht dir ein bisschen ab, aber. Also, wie läuft das Ganze? Ihr werdet gleich ein Bild eingeblendet sein. Dazu werde ich so einen Quatsch sagen, wie das ist Andreas Link. Spoiler, das wird nicht stimmen. Da es die Buzzer-Frage ist, es um 2 Punkte geht, bitte muss ich sehr streng sein mit der Zeit. Also erst buzzern, wenn ihr es zweifelsfrei beantworten könnt. Wenn du jetzt irgendeinen Charakter sagst, wo der Name gefragt ist, reicht dann der Vorname oder willst du dann Vor- und Nachnamen haben? Mir reicht's. Der Vorname. Okay. Gut. Wenn euch das Hinweis genug schon war, vielleicht. Gut, also, ihr seid bereit? Ja. Aussage Let's go. Nummer 15. Das ist das Schwert Thunder Fury. Euer Buzzer ist schneller. Ja, das ist Frostmourne. Ja. Das ist Frostmourne, in der Tat. Hättest eigentlich schon antworten können, bevor das Bild da war. Stimmt. Ist richtig. Taktisch natürlich hättest du ein bisschen Zeit lassen können, aber Jannis hätte es wahrscheinlich auch wahrscheinlich gewusst. Ja. Aber zur Ehrenrettung muss man hier fairerweise sagen, das war sehr, sehr eng. Ihr habt beide, alle drei sehr, sehr viel gewusst. Wir schauen einmal auf den finalen Punktestand und stellen fest, der neue und alte Endgegner ist Jannis. And the winner is... Dankeschön, Jannis, schön gemacht. Dankeschön. Schönes Ding. Also gratuliere, Jannis, aber das war eine enge Kiste hier heute. Absolut. Wie hast du deine beiden Kontrahenten so stark im Vorfeld erwartet?
Das, ich kenne ihr beiden ja schon seit einer Weile, von daher habe ich hier nie dran gezweifelt, dass ich das Ding hole. Wow. Das liest sich so aus dem Punktestand aber nicht. Slash Florentin, wie war's für euch? Ja, war toll. Also diese ganzen Zahlenfragen sind immer schwierig so. Da hat man manche im Kopf, manche nicht irgendwie so. Das ist ja oft, wie gesagt, auch eine Gefühlssache, aber alles in allem, glaube ich, ist der Punktestand natürlich auch ein bisschen hart zu Slash, weil du hast viele Sachen gewusst, war es eine Millisekunde zu spät und so, glaube ich. Deswegen erweckt es einen falschen Eindruck. Aber ich finde, wir haben das gut gemacht. Aber Janis ist halt der Endgegner, ne? Nicht umsonst. Ah, hier gab es schon oft genug Leute, die weit im Minus gelandet sind. Deswegen bin ich null ganz zufrieden. Und falls du mir das erlaubst, ich habe für Janis noch einen kleinen Extrapreis. Denn es gibt eine kleine Sache, die es bei Creepjack schon sehr, sehr lange gibt und die wir immer mit uns herumtragen, dass Janis immer seine Preise nicht bekommt für seine Folge bei unserer Rubrik. Janis kann es und das möchte ich heute ändern. Denn heute kriegt er hier offiziell seinen Preis, und zwar die knappe Kiste. Eine Kiste Glühwein hier für Janis als kleinen Preis obendrauf. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Dieser Glühwein, lange verschollen, wieder da. Ja, ist er ist zurückgekehrt. Darf ich wahrscheinlich nicht zeigen, aber toller Glühwein. Ich freue mich sehr, gerade jetzt, also wir haben jetzt Juni. Ja, was gibt's Schöneres als im Sommer? Schön Strandpauli. Du weißt nicht, wie viel mir das aber jetzt so emotional bedeutet. Genieß es, hast du dir verdient, Janis. Ich finde es auch sehr schön, dass er den dann ihm gibt, wenn ich bei ihm übernachte. Das finde ich auch sehr gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Ich hätte jetzt auch gerne in einem Paralleluniversum gesehen, wie das gelaufen wäre, wenn Janis verloren hätte. Ja, übrigens hier noch das. Okay, gut, werden wir nicht rausfinden, aber vielleicht gibt es ja nochmal eine Revanche. Denn ich glaube, wir haben gesehen, hier war schon einiges. Florentin hat auch viel gewusst. Slash sowieso. Von daher glaube ich, Janis wäre auch offen für eine Revanche. Vielleicht aber auch nicht. Creepcheck ist creepcheck.de ist eure Adresse. Wann kann man denn Creepcheck gucken, wenn man jetzt da so gar keinen Plan? Könnt ihr gerne reingucken. Donnerstag 17 Uhr läuft das in der Regel auf Back to Warcraft und auf meinem Twitch-Kanal. Das findet ihr auf jeden Fall. Ansonsten kommt auch gerne vorbei als Anfänger. Wir haben tolle Turniere, aber auch einen Discord, der Anfänger an die Hand nimmt, falls ihr sagt, das Spiel, das gefällt mir so gut, diese Namen und diese Zahlen, das ist so unterhaltsam. Kommt gerne vorbei. Ansonsten Donnerstag 17 Uhr ist immer eure Zeit. Sehr schön. Bei uns geht's hier weiter mit einer neuen Folge Endgegner. Wenn ihr in die Kommentare neue Themen reinhaut, die wir hier mal beackern können, im Rahmen von dieser wunderbaren, schönen kleinen Quizshow. Und wir gehen nochmal in die Gegenrecherche, prüfen wirklich nochmal alles, was hier heute gesagt wurde, ob das wirklich so stimmt. Und ihr findet die Lösung dann in den Kommentaren wieder. Danke an euch drei. Das war Endgegner. Ja. Tschüss. Ciao.